Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So Leute, und schon wieder sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, Freithemennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer, unter unserer Mailadresse. Und dann können wir vielleicht heute Nacht noch miteinander live hier im Radio und im Fernsehen sprechen. Der erste Anrufer heißt Dominik und Dominik ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Dominik. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Mein Problem ist folgendes, ist zwar so ähnlich wie von der einen Rednerin, also von der letzten Rednerin von vorgestern. Mhm. Ich bin sexsüchtig und ja, bei mir ist nur das Problem, also ich mache ziemlich viel Telefonsex und es übersteigt auch meine Kosten und so weiter und und ich möchte eigentlich davon abkommen. So. Also sexsüchtig ist immer so eine Definitionsfrage. Hörst du mich über eine Freisprechanlage? Nein, das nicht. Das klingt irgendwie seltsam. Du sagst, du bist sexsüchtig. Mhm. Wie viel sexuelle Kontakte hast du so im Monat, sagen wir mal? Ja, schon so um die 15 bis 20 ungefähr. 15 bis 20? Mhm. Hier stimmt irgendwas in meiner Technik nicht, Dominik. Du bleibst dann bitte kurz dran. Ich muss mal eben was ausprobieren hier. Ja. So. Bist du noch da, Dominik? Ja, bin ich. Jetzt geht es. Soll ich erklären, was es war? Hier steht ein kleiner Monitor neben mir. Und ich muss diesen Monitor immer, ich muss den Ton ganz runter stellen. Das habe ich gerade nicht gemacht und deshalb klang das ein bisschen komisch hier und ich hatte fast eine Rückkopplung. Wie viele Frauen hast du in deinem Leben schon gehabt? Also das müsste ich jetzt so schätzen. Also so ungefähr? Also 30 ungefähr. Das geht ja noch. Ungefähr. Das geht ja noch. Meine Anruferin vorgestern, die war, glaube ich, noch ein bisschen jünger als du. Mhm. Da war das überhaupt nicht mehr zu errechnen, wie viele Männer die schon hatte. Ja gut, aber bei mir ist ja das Problem, also ich mache halt Telefonsex. Telefonsex, genau, da kommen wir jetzt auch mal drauf. Mhm. Warum Telefonsex? Direkt und live ist doch viel schöner. Ja, das stimmt schon, aber ich bin nicht so der Typ, der auf eine Frau so zugehen kann, zum Beispiel in der Disco oder so. Ja. Und da ich zeitlich auch wenig Zeit habe eigentlich. Ja, was machst denn du? Ich mach Koch. Koch, ja. Mhm. Und also eine Umschulung als Koch eben und da verdiene ich auch nicht gerade viel Geld. Verstehe, aber dann hängst du dich dann an die Strippe, was viel Geld kostet. Ja, das ist wahr. Dann kommst du abends erschossen nach Hause, Beine hoch, Bierchen in die Hand und dann Telefonsex. Mhm. So in etwa. Ja. Ja. Und wie viel kommt da so im Monat an Kosten zusammen? Ja, das ist schon eine Menge. Also ich kriege so 800 Euro ungefähr und 500 Euro ungefähr. Echt 500 Euro? Du gibst im Monat 500 Euro für Telefonsex aus? Das darf man keinem erzählen, ja. Nee, das darf man keinem erzählen. Das ist ja völlig krass. Wie kommst du mit dem restlichen Geld klar? Reicht das dann für dich? Ja, ich gucke immer gerade, dass immer die Miete und sowas gedeckt ist. Aber ansonsten... Mhm. Ja, da muss man was machen. Mhm. Also, ich will auch gar nicht erstmal sagen, du bist sexsüchtig. Ja. Das klingt immer gleich so ganz großartig und nach Krankheit. Ich glaube, dass man eine ganze Menge selbst auch noch in die Hand nehmen kann, wo man nicht gleich zum Therapeuten rennen muss oder zum Arzt. Ja, nur das Problem ist, das habe ich früher auch schon mal, also mit 15, 16 ungefähr schon mal gemacht. Und dann hat mich meine Mutter dann zu einer Psychiatrie hingeschickt. Deswegen sage ich, denke schon, dass das eine Krankheit bei mir irgendwo ist, von der Psyche her. Bin ich ganz ehrlich dran. Ja, sowas hast du damals auch schon gemacht und deshalb hat deine Mutter dich dann in die Psychiatrie Jugendpsychiatrie, ja. Und was haben die da mit dir gemacht? Ja, also die haben mich also therapiert, ne? Also so. Und viele Gespräche mit Psychologen und so. Ja. Und wie lange warst du da? Also fast 2,5 Jahre ungefähr.
2,5 Jahre? Mhm. Dann hängt da aber noch eine ganz andere Menge Sachen hinter. Ja, das kann mal sein, ja. Wie geht es dir da sonst so im Leben? Ja, also, ja, nicht gerade berauschend so. Also, sag mal so, ich bin schon lange ohne Freundin so, obwohl ich gar nicht schlecht aussehe, sage ich mal so, ohne Anzug oder so. Ja. Aber ich bin nicht der Typ, der irgendwie auf eine Frau so irgendwie jetzt richtig zugehen kann oder so, ne? Okay, jetzt abgesehen von der Frauenproblematik. Mhm. Bist du sehr unglücklich oder so unzufrieden? So ja, aufs ganze Leben bezogen? Ja, weil ich so eigentlich bis jetzt noch gar nichts Richtiges erreicht habe. Mhm. Na, immerhin, du hast eine Ausbildung, du hast einen Job und arbeitest in einem ordentlichen und guten Job. Ja, gut, aber ich meine, von der Familienproblematik her gesehen und so weiter, also ich habe keinen Kontakt zu meiner Mutter, schon über ein Jahr nicht mehr und ja. So von familiären her gesehen eigentlich nicht so gut alles. Wie sieht denn das aus mit Freunden, Freundschaften? Gibt es da enge Leute um dich herum? Ja, weniger, also weil, ich sag mal so, weil ich nicht gerade viel Zeit habe und so, haben sich die einen dann abgekapselt und so, die einzigen Freunde, die ich habe, also das sind die auf der Arbeit, mit denen ich auch privat ein bisschen verkehre, so. Mhm. Also, jetzt lass uns noch mal über den Sex reden. Ich glaube, die allererste Maßnahme, die du einleiten müsstest, wäre, dass du deine Telefonleitung sperrst in Sachen Sex-Hotlines. Mhm. Nummer eins. Ist eine einfache Aktion, rufst du deinen Telefonanbieter an und verlangst das. Mhm. So, dann kannst du schon mal nicht mehr am Telefon dich vergnügen und sparst 500 Euro im Monat. Das ist ja schon mal was. Und bist vielleicht auch gezwungen, mehr rauszugehen unter Leute. Weil das ist doch das A und O, dass man unter Leute kommt. Ja, das ist so wahr. Mhm. Wohnst du in einem kleinen Ort? Ja, also ich wohne bei Aachen. Also das Eschweiler ist ein bisschen abgekapselt so. Na ja, gut. Also hast du ein Auto? Nee, das nicht. Nee. Okay, aber bei Aachen ist ja immerhin auch schon was. Das heißt, da kann man, wie viele Kilometer sind das entfernt? Ja, ich glaube 10 oder 15. Ja, das ist ja kein Ding. So, und dann gehst du einfach mal, versuchst du mehr rauszugehen unter Leute. Such dir vielleicht auch irgendeine Sache, die dich interessiert, so hobbymäßig, wo du vielleicht auch mit Leuten zusammenkommst. Um einfach mal, dass die Möglichkeiten größer sind, dass du Frauen über den Weg läufst. Ja, richtig. So, und was jetzt grundsätzlich die Seele und die Psyche anbelangt, da bin ich gerade natürlich hellhörig geworden, wenn du sagst, du warst 2 Jahre in der Psychiatrie. Vielleicht ist da doch noch eine ganze Menge im Untergrund, was auch vielleicht zu deiner jetzigen Situation beiträgt. Deshalb würde ich gerne, dass du ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Mhm. Da habt ihr dann auch Ruhe und Zeit und könnt alles beraten. Mhm. Einverstanden? Magdalena heißt meine Psychologin, du legst auf und sie ruft dich zurück. Mhm. Okay? Kann ich vielleicht ein Autogramm von ihr haben? Ja, du sagst ihr deine Anschrift und dann läuft das, okay? Okay. Alles Gute, danke. Dominik. Tschüss. Jo, tschüss. So, eben Freitagnacht, wie immer traditionell eine freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, meldet euch unter 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Christine ist hier und Christine ist 58 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, hallo Christine. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja. Um was geht's? Um meine Ehe. Ja. Wie lange bist du verheiratet schon? Seit 1965. 65? Ja. Lange Zeit. Lange Zeit. Ja. Wirklich, ja. Habt ihr auch Kinder? Ja, 2. Ja. Wie alt sind denn die Kleinen? Die Kleinen, ja. Die Tochter ist 67 geboren und der Sohn 71. Dann sind sie jetzt wie alt? Sag mir mal gleich das Alter, dann muss ich nicht rechnen. Bitte? Sag mir mal gleich das Alter, dann muss ich nicht rechnen. Ach so, die Tochter 38. 38. Ja, und der Sohn wird 35. Also. Naja, so um die 30, Mitte 30 rum. Ja. 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 So, nun sagst du, dass der Anruf, der Grund des Anrufes ist die Ehe. Ja. Was ist da los? Also, mein Mann, der ist so, ich würde sagen, eiskalt zu mir. Mhm. Er schläft seit Jahren nicht mehr, seit ungefähr, würde ich sagen, 20 Jahren. Schläft er nicht mehr? Nein. Mit dir? Nein. Er hatte auch
schon eine andere Frau. Er sagt zwar, er hat mich nie betrogen. Er hat nicht mit ihr geschlafen, aber ich traue ihm nicht. Ist das mit der Frau beendet, mit der anderen Frau? Ja, ist beendet. Sie hat in unserer Siedlung gewohnt. Ich habe das damals, da waren unsere Kinder noch klein. Ach so, lange liegt das zurück? Ja. Wie lange lief denn das damals? Ich habe das dann irgendwann gemerkt, dass er nicht mehr so zu mir war. Mhm. Das war noch am Anfang unserer Ehe, also unsere, nenne ich unsere Ehe. Wir sind dann hierher gezogen in die Siedlung und auf Arbeit hat er sie kennengelernt. Ja. Wie lange lief das Ganze denn damals? Ich weiß es nicht. Er hat nie darüber gesprochen. Ja. Und wie ist das rausgekommen? Ich habe es gemerkt. Du hast es gemerkt. Nun liegt das ja schon irre lange zurück, ne? Irre lange. Ja, da waren die Kinder noch klein. Ich habe es gemerkt, dass er anders war. Mhm. Jetzt sagst du, seit 20 Jahren schlaft ihr nicht mehr miteinander. Geht ihr denn zärtlich miteinander um? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Du sagst, er ist eiskalt. Er ist eiskalt. Früh locke ich ihn in mein Bett. Ich sag dir jetzt mal. Und sag zu ihm, komm ein bisschen schmusen. Dann liegt er neben mir. Er streichelt mich nicht. Gar nicht. Er ist abwesend. Er ist eiskalt. Schlaft ihr denn in einem Zimmer zusammen? Ja. Das schon. Aber da liegen Welten zwischen euch. Manchmal. Manchmal schlafe ich auch woanders, wenn er schnarcht. Ja, aber... Wie ist es denn so im Alltag? Kommt ihr so gut klar? Oder ist das auch alles sehr gespannt? Und sehr gespannt. Sehr gespannt. Sehr gespannt. Er kommt nicht mit der Lage klar. Mit welcher Lage? Dass er arbeitslos ist. Ja. Und... Wie alt ist er? 61. Wird er. Ja, der ist ja nun bald im guten Rentenalter. Ja, er sieht noch gut aus. Und wir sind, also wenn jetzt, ich muss dir jetzt sagen, du denkst vielleicht, wir sind alte Leute. Wenn du in das sehen wirst, was zu sagen. Ich denke keineswegs. Wie alt seid ihr? Also, wenn, nein, ich denke keineswegs, dass ihr alte Leute seid. Nein, ich sage jetzt mal, und selbst wenn er es wert, wäre es ja auch egal. Wie lange ist er denn schon arbeitslos? Das sind vielleicht so, warte mal, seit, naja, also ungefähr ein Jahr oder zwei Jahre oder fünf? Ach, länger. Ach, länger schon. Länger. Schon länger. Ja. Ist schon länger. Das heißt, ihr seid den ganzen Tag zusammen, ihr beiden, in der Wohnung? Ja, aber wir haben ein Haus und einen Garten und ich versuche schon, ihm aus dem Weg zu gehen. Er macht einen Garten, ich mache einen Haushalt. Kommt es denn auch zu handfesten Streitereien? Bitte? Kommt es auch zu handfestem Streit? Ja. Ja, oft? Ja, ich muss noch sagen, meine Tochter, die wohnt in der Nähe und hat einen Quelleladen. Aber sie hat eine Familie, ein behindertes Kind, schwerbehindertes Kind und noch ein normales Kind. So, aber sie hängen sehr an uns. Mein Sohn musste... Okay, meine Frage war, ob es sehr oft zu einem heftigen Streit kommt. Ja. Wie oft denn? In letzter Zeit sehr oft. Täglich? Nein. Aber in der Woche ein paar Mal schon? Ja. Ich wende das immer ab. Christine, was du mir da erzählst, klingt für mich so, als seist du sturzunglücklich. Ja, bin ich. Tief unglücklich. Ja. Und das schon eine ganze Weile. Ja. Und ohne Hoffnungsschimmer. Genau. Mein Sohn, darf ich dir noch was sagen? Ja, klar. Mein Sohn musste auch nach Nürnberg gehen. Er hat immer hier gelebt, hatte eine Wohnung hier. Und er kommt morgen wieder. Und mein Mann konzentriert sich sehr auf seinen Sohn. Ich auf meine Tochter, die hier lebt. Aber sie ist verheiratet, hat Familie. Und ich möchte meine Kinder nicht so belasten. Kriegt deine Tochter denn mit, wie unglücklich die Mama ist? Ja. Was rät deine Tochter dir denn? Sie liebt uns beide. Sie liebt uns beide, genau wie mein Sohn. Das heißt,
sie kann dir auch nicht so richtig helfen. Genau. Das heißt, die Tochter hat noch nie zu dir gesagt, Mama, ich glaube, das Beste wäre, wenn ihr euch trennen würdet. Nein, das würden meine Kinder nie sagen, weil sie uns beide lieben. Mhm. Wäre es denn, lass uns mal einfach nur mal so rumspinnen. Nein, das würden unsere Kinder nie sagen. Okay, ich frage dich jetzt. Lass uns beide mal einfach so Fantasie spielen lassen. Wäre das würden sie nie sagen. Naja, ist ja klar. Wegen an uns beiden. Ja, ja, ist klar. Ja. Ich will ja mit dir fantasieren und ein bisschen rumspinnen. Wenn du dir das vorstellen würdest, wäre das für dich eine Erleichterung, wenn du von deinem Mann getrennt wärst? Ja. Hm. Aber ich kann es nicht. Warum nicht? Weil wir ein Haus haben. Nur deshalb? Bitte? Nur deshalb? Und ich habe kein Geld. Hm. Und das war alles so. Das ist eben das Schlimme. Ich wollte mich schon oft trennen. Was wolltest du schon? Sehr oft wollte ich mich schon trennen. Ja. Mhm. Aber ihr seid ja richtig verheiratet. Und ihr habt ein Haus. Ja. Das ist ja kein Grund, zusammenzubleiben. Zur Not kann man das Haus verkaufen und das Geld wird geteilt. Ja, aber dann sagen meine Kinder und mein Mann. Und ich bin irgendwie, ich weiß nicht, wie ich bin. So unschlüssig. Mhm. Christine, ich will dir mal was sagen. Du bist erst 58 Jahre alt. Ja. Du lebst unglücklich und du scheinst schon viele, viele Jahre unglücklich zu leben. Ja. Du wirst nicht jünger. Das stimmt. Du wirst nicht jünger und du wirst vielleicht auch keine 100 Jahre alt. Das stimmt. Und ich bin krank dazu. Ich habe Arthrose. So. In der Hände. Also ist jedes Jahr und jeden Monat und überhaupt jede Zeit, die man lebt, ist hochwertvoll. Geh sorgsam mit deiner Zeit um. Vielleicht hast du jetzt schon viel zu viel Zeit verschenkt und verplempert und vertan mit diesem Mann. Was? Guck nach vorne. Was soll ich aber machen? So wie du es mir beschrieben hast, gibt es als Oberlösung nur die Trennung. Wie man das macht im Einzelnen. Ich weiß, dass du Angst hast und dass es wahrscheinlich 1000 Fragen gibt, aber ich halte das für lösbar. Es gibt hunderttausende von anderen Paaren, die auch diesen Schritt gegangen sind. Aber ich brauche Geld dazu. Ja, aber du hast doch Ansprüche. Du stehst doch nicht mittellos da nach einer Scheidung, nach einer Trennung. Pass mal auf, Christine. Ich möchte, dass wir dich erstmal in Ruhe noch beraten im Hintergrund. Weil da sind ja viele Fragen und Einzelheiten, die wir gar nicht hier auf dem Sender so besprechen müssen. Ja. Ich finde, dass du auf jeden Fall, das sage ich dir jetzt noch, in diese Richtung gehen solltest. Geh mit deiner kostbaren Zeit verantwortungsvoll um. Hm. Das ist nicht einfach so ein Jahr, was du irgendwann wieder kriegst. Jedes Jahr, was weg ist, ist weg. Und was sagst du? Liebt mein Mann mich noch? So wie du mir das gerade geschildert hast, nein. 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 Hat er mich jemals geliebt? Das kann ich nicht beurteilen. Ich muss dir auch ehrlich sagen, da ist nicht von mir oder eine Cousine. Hm. Und die will jetzt zu Besuch kommen. Hm. Und ich habe solche Schmerzen. Aber da geht es bei ihm nur ums Geld. Bei der Cousine? Ja. Warum? Na, er denkt, dass man irgendwann was erben. Ach so. Und deshalb lädt er sie ein und du sollst zu der Cousine. Und ich soll arbeiten. Und ich kann wirklich nicht mehr mit der Hände, ich habe Schmerzen. Mhm. Und klingt alles schrecklich, Christine. Klingt alles schrecklich. Echt? Ja, echt. Ich habe schon mit meiner Schwiegermutter aufgehört. Da mache ich jahrelang, ein Leben lang eigentlich, er lebt eigentlich nur für seine Mutter. Mhm. Und ich habe immer bloß akzeptiert und ich komme mir manchmal so dumm vor. Und er sagt mir auch, wie blöd ich bin, wie dumm ich bin. Christine. Er hat mich geschlagen schon. Das hat er auch schon gemacht. Mhm. Hat er auch schon gemacht. So, jetzt hast du ein Leben lang runtergeschluckt. Ja. Und hast dich geduckt. Ja. Ja. Und dann wäre es vielleicht höchste Eisenbahn. Zuliebe, ja, aber die Kinder sind jetzt alt. Jetzt denk mal an dich. Ja, aber meine Kinder, wenn die sagen, sie lieben ihren Vater, wenn ich ihm das erzähle, dann sagen die ihm, ach, Mutter, übertreib nicht. Und ich finde, es ist an der Zeit. Und dann schluck ich immer. Ja, genau. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass du jetzt mal ein bisschen an dich denkst. Ehrlich? Ja, ehrlich.
Jetzt legst was du mal, soll ich machen? Jetzt, genau. Und um die Einzelheiten zu besprechen, legst du bitte auf und wir rufen dich nochmal an. Einverstanden? Danke. Alles Liebe, Christine. Danke. Tschüss. Tschüss. So. Und jetzt geht hier die Tür auf. Das finde ich sehr nett. Meine nette Redakteurin, die Katrin, kommt rein und gibt mir die Themen von nächster Woche. Und bei dieser Gelegenheit will ich euch die auch gleich mal sagen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema dieses Familienfest vergesse ich nie. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, also nächste Woche Donnerstag, heißt das Thema meine Strafe war zu gering. Das mal so zwischendurch. Und weiter geht es mit der Sonja. Und Sonja ist 57 Jahre alt. Guten Morgen, Sonja. Guten Morgen, Domia. Hallo Sonja. Was ist dein Thema? Ja, ich hatte gestern, wie ihr das Thema hattet, einen Gegenstand im Körper. Ja. Ich habe vor 10 Jahren einen schweren Autounfall gehabt und bin auf regennasser Straße, also bei Aqua Planning, in so ein Schutzgitter mit dem Auto reingekracht. Mhm. Und ich war also nicht angeschnallt und das war mein Lebensretter. Ich bin durchs Auto geschleudert worden. Mhm. Dieses Gitter, dieses Rohr ist durch die Türscheibe und ist mir durch den Körper durch. Wow. Ist im Brustkorb, so zwischen Busen, mhm, und ist hinten unterm Lungenflügel, also unterm Arm hinten wieder rausgekommen. Und wieso sagst du, das war dein Lebensretter? Ja, wenn ich angeschnallt gewesen wäre, dann wäre der Gurt, weil das durch die Türscheibe gekommen ist, ja. Wenn ich angeschnallt gewesen wäre, dann wäre der Gurt eingerastet, mhm, und dann wäre das also quer durch den Körper. Und ach so, das hätte ich dann also wahrscheinlich nicht überlebt. Ach, ne? So. Ach so. Und ja, es ist, ich kann das nicht. Wie dick war dieser? So 8 bis 10 Zentimeter, dieses Rohr, ne? 8 bis 10 Zentimeter Durchmesser? Ja. Durch den Körper durch? Durch den Körper durch. Durch den Körper durch. Wo genau, an welchen Stellen? Also es ist in den Brustkorb rein, zwischen Busen. Ja. Und ist hinten rechts unterm Arm wieder rausgekommen, also wo der Lungenflügel, die, ja, Spitze, ja, die ist also auch beschädigt worden sozusagen. Also richtig, ne? Durchbohrt, ne? Richtig durchbohrt. Ich stelle es mir gerade vor, deswegen zögere ich so ein bisschen. Ja, das glaubt bald keiner. Nein, das ist ja wie in Horrorfilm. Ja. Ich stelle mir gerade das Bild vor. Geschweige denn stelle ich mir das Gefühl vor. Hast du Erinnerungen an Schmerzen oder Nein, an das Gefühl? Nein, also ich stand unterm Schock, hm, und ich habe sogar selbst noch mein Handy rausgeholt und habe den Notarzt gerufen. Und die Feuerwehr, ja, und die war da gleich um die Ecke, so 200 Meter um die Ecke, hm, die war dann auch also ganz schnell da. Und dann habe ich also noch weil das Rohr draußen ja noch unten in der Erde drin war, mussten die das also richtig mit der Trennschere abtrennen. Also ich kann es mir nicht richtig vorstellen, das Rohr war noch in der Erde, das, ja, eine Teil, das andere Teil und das ist durchbrochen und der untere Teil war in der Erde und das obere ist durch die Türscheibe und mir durch den Körper. Ja, ja, ja. Dann, aber das war schon getrennt, das Rohr. Das eine war in der Erde, das andere war bei dir. Genau. Mhm, ja. Mhm. Und dann kam der Feuerwehrmann. Da habe ich noch zu dem gesagt, das weiß ich noch wie heute. Ich meine, das liegt jetzt 10 Jahre zurück. Mhm. Da habe ich dem bloß angeguckt, wie der mit der Trennschere kam. Da habe ich gesagt, hey, ich sag, was machst du denn? Du kannst doch hier mein Auto, der sieht die Tür auf, das, mhm, musst du ja alles raus. Mhm. Ich sag, du kannst mein Auto doch nicht zerlegen. Ich sag, was soll mein Chef denn sagen? Ich muss dabei sagen. Währenddessen hattest du ein Rohr durch den Leib gebohrt, ja, während du da gesprochen hast. Ich muss dabei sagen, ich bin Taxifahrerin, das ist mir mit dem Taxi passiert. Ach so, im Taxi, ne? Ist es passiert, ah ja. Ja. Mhm. Ja. Zum Glück hatte ich keine Fahrgäste im Auto, ich hatte, mhm, also gerade meine Fahrgäste abgesetzt. Mhm. Ne? Mhm. So, dann hat er das irgendwann Ja, und dann hat er das abgetrennt und dann hat er mich rausgehoben aus dem Auto. Aber da war immer noch das Rohr in dir. Ja, das Stück war noch das drin. Stück das war ist noch im drin. Krankenhaus entfernt worden. Oh. Ne? Da bist du bei vollem Bewusstsein ins Krankenhaus, ja, gekommen? Und dann hat er mich rausgetragen und das weiß ich noch. Und dann habe ich geschrien und dann war ich weg. Ach so. Und dann bin ich im Rettungswagen wieder aufgewacht. Mhm. Und da habe ich zu dem Rettungssanitäter noch gesagt, hinten im Kofferraum ist meine Tasche, da sind Papiere und so weiter drin. Und habe dem von meinem Chef noch die Telefonnummer gesagt und dann war ich wieder weg. Da warst du wieder weg. Da haben die dich wahrscheinlich auch schon irgendwie weggekickt. Ja, oder? Ja.
Aber ich meine, das ist doch an sich schön, so ein Schock, finde ich. Ja, das Schöne an diesem, an das, was heißt schön, das Gute an dem Schock ist, dass man die Schmerzen da nicht empfindet in dem Moment. Genau, kein bisschen. Ne? So, dann gab es eine offensichtlich komplizierte und große Operation, um dir das Ding da rauszuholen. Das weiß ich nun nicht, wie lange die gedauert hat. Ich bin dann also nächsten Tag im Krankenhaus aufgewacht. Und hätte am liebsten schon wieder aufgestanden. Es gab keine schweren inneren Verletzungen. Nein, bis auf den Lungenflügel, wo ich schon sagte, die Spitze, ne? Ja, das war aber dann nicht so ganz schlimm. Nö, nee. Und Rippen waren gebrochen. Ich glaube, ich habe 10 Rippen gebrochen. Na gut, das ist schmerzhaft, aber ist auch nicht so schlimm. Nee, eine ist so zertrümmert worden, ich lebe jetzt mit einer Rippe weniger, die mussten sie mir entfernen. Kann man ja auch mitleben. Da kann man mitleben. Mensch, mein Sonja. Problem ist jetzt so ein bisschen, ich schäme mich. Ich bin sehr, sehr gerne schwimmen gegangen und ich schäme mich jetzt irgendwo mit dieser Riesennarbe, die ist ja so ein Riesending, also oberhalb, also ganz und zwischen Busen genau. Ja. Ich schäme mich irgendwo, ich bin schon seit 10 Jahren schon nicht mehr in der Badeanstalt gewesen. Wie groß ist denn die Narbe? So, wie soll ich sagen, Handteller groß. Handteller groß. Hier in der Mitte. Genau in der Mitte, ja, aber da hast du doch oberhalb des Busens und dann ist das bis unten hin ja richtig aufgeklappt, ne? Okay, aber da kannst du doch einen Badeanzug anziehen, dann sieht man hier oben noch ein bisschen was von der Narbe. Ja. Mensch, Sonja, du hast einen Schutzengel gehabt. Ja, damals. Die haben alle gesagt, ich habe nicht einen, ich habe hunderte. Ach, du hast Tausende wahrscheinlich gehabt. Du hättest tot sein können, du hättest so schwer verletzt sein können. Da lacht doch über die Narbe. Mein Gott nochmal, das ist doch wurscht. Ja. Aber wirklich. Aber ich bin wie ein Stehaufmännchen. Nach 5 Wochen bin ich schon wieder Taxi gefahren. Ja, weißt du, ich muss das nochmal fragen. Das sah dann ja wirklich wahrscheinlich aus wie so ein kleiner Tunnel durch deinen Körper. Ja. Ne? So kann man das sagen. Und was für eine Fügung, dass da nichts weiter, ich muss es nochmal so sagen, nichts weiter schlimm verletzt worden ist. Es hätte ja auch die Wirbelsäule schwer verletzt sein können. Die Ärzte alle drüber gestaunt. Ja. Dass das also so, aber ich denke mal, so einen Unfall, den überlebt man, glaube ich, auch nur einmal, ne? Wahrscheinlich schon, aber sei dankbar und übersieh einfach diese Narbe. Mann. Das ist richtig. Ich meine, dankbar bin ich schon und ich lebe auch etwas anders. Also ich genieße jeden Tag, denn nach so einem Unfall, da sage ich mir, wie schnell, innerhalb von Sekunden kann das Leben vorbei sein, nicht? Von uns allen. Von jedem von uns. Ja. Egal, wo man sich aufhält, was man macht, kann es passieren. Ich finde es klasse, dass das so glücklich abgelaufen ist bei dir. Und schäle dich nicht um die Narbe, Sonja. Die Narbe ist völlig wurscht, finde ich. Freu dich, dass du lebst und dass du so gesund bist. Ja, ich meine, ein bisschen Probleme habe ich immer noch so. Das haben aber viele Leute mit Narben, wenn das Wetter umschlägt. Naja, gut, da zieht es und zippt es ein bisschen. Genau, aber dann habe ich immer so das Gefühl, als wenn meine Haut zu eng ist, als wenn die platzen will, nicht? Aber das sind ja alles Kleinigkeiten. Das ist ja alles Kleinkram. Das sind Kleinigkeiten. In Anbetracht dessen, was damals passiert ist. Ich freue mich, dass du durchgekommen bist und mir das hast erzählen können. Gestern schon, man hat mich heute wieder angerufen, aber ich finde das auch super und es ist auch schön, mal mit jemand so darüber zu sprechen. Nicht? Ja. Liebe Sonja, dann wünsche ich alles Gute. Fährst du weiterhin auch noch Taxi im Moment? Natürlich. Ja, also eine richtig taffe Taxifahrerin. Ja. Dann wünsche ich gute Fahrt, alle Zeit. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Diese Nummer hat auch Desiree gewählt. Und Desiree ist 22. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Desiree. Ich rufe auch an wegen dem Thema von gestern. Ja. Und da speziell wegen dem Philipp. Da hattest du ja gestern Abend noch so einen Aufruf gestartet, von wegen, wer aus dem medizinischen Bereich kommt und sich da so ein bisschen auskennt, soll sich ja wohl mal melden. Wir wollen mal kurz erklären, was Philipp uns gestern erzählt hat für die Zuschauer und Zuhörer, die nicht dabei waren. Philipp hat doch argen großen Spaß daran, sich in seine Harnröhre Gegenstände einzuführen. Ne, kleinere Q-Tips bis hin zu Minen von Kugelschreibern und so weiter. Ne, so war es. Ja, genau, so war es. Und ich habe gestern ja schon große Bedenken geäußert wegen der gesundheitlichen Risiken und hatte darum gebeten, dass jemand aus dem medizinischen Bereich, vielleicht ein Urologe oder so, mal anruft. Urologin bist du nicht, da bist du noch zu jung für. Nein, ich bin Krankenschwester, Ausgebildete. Ja. Und habe halt eben auch in der Urologie auch gearbeitet gehabt, bin halt eben jetzt auch im Erziehungsurlaub. Habe aber auch während meiner Ausbildung in der Allgemeinchirurgie noch gearbeitet. Mhm. Und gerade das mit den Harnröhren ist ein ganz böses Thema, weil durch das Einführen von den Gegenständen können die Harnröhren halt eben verletzt werden
und vernarben dann langsam. Und jeder weiß, Narbenbildung ist immer dicker als das normale Gewebe, was vorher da war. Und dementsprechend kann die Harnröhre immer enger werden. Und das könnte ihn dann irgendwann auch arge Beschwerden beim Wasserlassen verursachen. Ja. Und er, wenn ich mich recht erinnere, war Philipp 21 oder 22. Ja. Das heißt, wenn er jetzt das immer wieder und immer wieder macht, kann das sein, dass er in 10 Jahren genau diese Beschwerden hat, die du gerade beschrieben hast. Genau. Wenn nicht schlimmer. Ja, also es kann auch, wir hatten einen Fall da, der hatte sich so eine Kugelschreiberhülle. Hülle. Nicht die Mine, die Hülle. Die Hülle, die richtige. Genau, Hülle. Von so einem schmalen Kuli halt eben da eingeführt und die ist halt eben dann weitergerutscht. Also reingeflutscht, er konnte sie nicht mehr rauskriegen. Ja, Endergebnis war dann, weil er auch nicht richtig zum Arzt gegangen ist, weil er sich auch geschämt hat, das Ding ist dann in der Blase gelandet. Das ist ja unfassbar. Das tut ja schon weh, wenn man das ausspricht. Und dann aber leider durch eine falsche Bewegung hat es dann die Blase durchstochen. Dann ist es doch lebensbedrohlich schon, oder? Ja, also er hat auch eine richtig dicke OP gehabt. Ein Endergebnis war dann, der hat dann einen künstlichen Blasenausgang bekommen auf der Bauchdecke. Ach, für immer? Ja, für immer. Wie alt war der? Ja, der war 25. 25? Ja. Also ich schlage immer nur die Hände beim Kopf zusammen, weil es ist nun mal kein Einzelfall. Man hat immer wieder Leute da, wo man irgendwelche Gegenstände rausholen musste. Das ist interessant von dir zu hören, weil so oft hört man das ja wiederum nicht, dass Leute das meinen. Ich meine, die meisten erzählen es ja auch nicht, weil sie sich schämen. Genau. Aber ich habe es hier in der Sendung auch noch nicht so oft gehört. Das kommt also in der Praxis doch öfter vor, dass die Leute mit Gegenständen in der Harnröhre dann in die Praxen kommen. Ja. Oder ins Krankenhaus. Ins Krankenhaus vor allen Dingen. Wir hatten auch einen jungen Mann da, der kam halt eben, da wäre es fast zu spät gewesen, weil der hat sich, es gibt ja diese kleinen Cola-Flaschen, die hat er sich in den Darm eingeführt, hat aber, was wirklich dumm war, vergessen, den Deckel drauf zu lassen. Und durch die Bewegung hat sich ein Vakuum gebildet. Ja, das habe ich auch schon gehört. Und der hat eben dann immer weiter versucht, auch dahinterher mit der Partnerin das Ding da wieder rauszuziehen. Ja, das hat er hinterher Darmblutung gegeben. Und er wäre daran auch fast gestorben. Ja, also diese ganzen sexuellen Spielereien in Ehren, aber man spielt wirklich eklatant mit der Gesundheit oder vielleicht sogar mit dem Leben, genau, wenn man das macht. Ich könnte mir auch vorstellen, bei dem Einführen in die Harnröhre, dass man das Risiko eingeht, einer Infektion, immer wieder eine schwere Infektion zuzuführen. Ja, das auch. Also das ist nicht minder. Also es kommt häufig dann zu Blasenentzündung oder anderen Sachen und das kann halt eben auch ziemlich gefährlich werden. Ja. Ja, das sind halt eben leider Dinge, wo die meisten Leute nicht nachdenken. Und das Beste ist dann mal die Entschuldigung. Ja. Das ist mir einfach so da reingerutscht. Ich wusste nicht, wie das passieren kann. Ja, der zum Beispiel, von dem du gerade gesprochen hast, der einen ganzen Kugelschreiber in der Harnblase, also im Harnleiter hatte und der dann in die Blase reingerutscht ist. Was hat der als Erklärung gesagt? Ja, das war seine Erklärung. Er hätte nicht gewusst, wie das passieren konnte. Der hätte wohl irgendwie versucht, da irgendwas sauber zu machen. Und dadurch wäre es halt eben dann passiert. Nach dem Motto, ich habe mich da hingesetzt und da lag ein Kugelschreiber und plötzlich war der Kugelschreiber da drin. Naja, die schämen sich natürlich, die Leute, ne, und versuchen dann irgendwie, sich da rauszureden. Ja, natürlich. Wie reagieren denn dann so Ärzte oder auch ihr als medizinisches Personal auf solche Vorfälle? Na, ganz ehrlich? Ja, ich bitte darum, wir sind ja unter uns hier. Also ich muss sagen, allein wo wir dann in der Schule waren und wir hatten dann Unterricht mit den Röntgenstrahlen, da kam dann einer von einem Radiologen zu uns. Das Erste, was er war, hat uns massig Röntgenbilder von Sachen im Körper mitgebracht. Wahnsinn. Also das heißt, ihr seid ja wirklich sehr, sehr oft mit konfrontiert. Ja. Und meistens, wenn man dann auch Schüler ist oder so, kommen die Ärzte auch schon, hey, komm mit, wir haben einen interessanten Fall. Und dann lacht ihr auch mal ab im Hintergrund. Ja, aber dann nur bei geschlossenen Türen. Ist völlig klar. Sind das eigentlich eher jüngere Männer oder auch ältere Männer, die sowas machen? Da muss man wirklich zugeben, es ist gemischt. Also der Älteste, den wir mal bei uns im Haus hatten, der war, ich glaube, 52. Ja, der sowas gemacht hat. Genau. Wobei die Frauen machen ja auch so gewisse Sachen, ne? Ja, da hatten wir auch schon Vibratoren in der Gebärmutter gehabt oder auch Teile von Bananen. Ja.
Die man so gar nicht mehr rausbekam? Nee, die wurden nicht mehr raus. Die sind dann eher erst zum Arzt gegangen, als dann irgendwelcher Ausfluss schon da war. Ja, ja. Und dann auch eine dicke Entzündung mit dabei war. Mein Gott, mein Gott. Das ist es nämlich dann. Den Leuten ist es peinlich und denkt man, mit der Zeit kommt bestimmt auch wieder von selber raus. Also vielleicht sollte man sich doch irgendwie reduzieren oder zurücknehmen auf den doch relativ normalen Sex, den man so hat mit Menschen. Und diese ganzen Gegenstände zumindest bedenken, was für schwere Verletzungen und gesundheitliche Schäden sie anrichten können. Ja, auf jeden Fall. Und ja. Vor allem, ich denke mal, das müssen auch Sachen sein, wo man auch mal im Aufklärunterricht in der Schule mal ein bisschen mehr nachhaken müsste. Da hast du wirklich recht, ja. Da hast du wirklich recht. Darüber wurde nie gesprochen und wird nie gesprochen. Und dann probieren das vielleicht Jugendliche aus und unwissend auch noch oder ahnungslos und dann ist es passiert irgendwann. Genau. Naja, so. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen dazu beigetragen, zur Aufklärung. Ja. Steckt euch bitte da nichts rein, es bringt nichts. Letztendlich könnt ihr dann vielleicht gar nicht mehr Pipi machen nach ein paar Jahren, weil es alles vernarbt ist. Liebe Desiree, danke für deinen Anruf und für die Informationen. Könnte ich vielleicht noch ein Autogramm haben? Ja, leg bitte auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Ja gut, danke. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr mich gerne erreichen wollt, hier live im Studio in Köln, dann bitte diese Nummer wählen. Dirk ist hier, Dirk ist 37, hallo Dirk. Hallo, eigentlich Johanna, seine Verlobte. Und Johanna sehe ich ja auch, genau, also Johanna. Aber Dirk ist auch da, ne? Der ist auch da, ja. Johanna, die Verlobte von Dirk. Genau. Weswegen rufst du oder weswegen ruft ihr an? Also, wir haben ein Problem. Ich war verheiratet, 3 Jahre mit einem Kurden. Also wir haben eine Tochter zusammen, 2,5 Jahre ist die jetzt. Und dann haben wir uns scheiden lassen. Und dann habe ich aber nie alleine gewohnt, bis ich den Dirk kennengelernt habe. Ja. Na gut, ich wollte so fair sein und dann habe ich meinen Ex-Mann angerufen, habe ich den gesagt, ja, ich habe jetzt einen Freund. Ja. Der ist total ausgerastet. Da kam der zu uns nach Hause. Ich habe die Tür aufgemacht, der hat ein Messer rausgezogen, ihm aus der Wohnung rausgeschmissen und da saß ich mit ihm alleine in der Wohnung. Und bis er auch mit dem Messer auf mich zugegangen ist. Da bin ich einfach aus der Wohnung rausgelaufen. Meine Tochter, ja, die war noch ein paar Monate, die saß dann eben im Wohnzimmer. Und das hat sich nicht, also eigentlich gar nicht geändert. Wir kriegen immer noch Morddrohungen von ihm oder ich eher gesagt. Wie lange geht das denn jetzt schon so? Ich 1,5 Jahre. Eineinhalb Jahre bin ich mit dem Dirk jetzt zusammen, eigentlich heimlich. Und seit ein Jahr oder so bin ich krank geworden. Also ich habe Panikattacken, Angstzustände. Mit dem Dirk einkaufen oder auf die Straße traue ich mich gar nicht, weil er eben sagt immer, ich sehe euch zusammen draußen, seid ihr beide tot oder er wird eine Bombe in das Haus jagen. Wie ist das denn mit dem Kind? Sieht er eure gemeinsame Tochter öfter? Wenn er Zeit hat. Wenn er Zeit hat, sieht er sie. Aber eben, das Problem ist auch noch, der will zu uns nach Hause kommen, also in die Wohnung rein. Der will sehen, wie sie wohnt. Also du lebst mit Dirk zusammen in einer Wohnung? Ja, wir sind jetzt also seit kurzem zusammengezogen. Und die Kleine lebt auch bei euch, klar. Genau. Ja, wie geht das, wenn er dann sein Kind abholt? Wo passiert die Übergabe? Entweder bei meiner Schwester oder bei meinen Eltern. Ah ja. Oder der hat ein Geschäft und mein Vater oder ein Bekannter bringt sie dahin eben und holt sie wieder ab. Aber der sagt ja immer, der will sie entweder zu Hause vor ihrer Haustür abholen oder gar nicht. Ja, und dann gibt es auch dieses Problem. Und ich will das nicht, dass er vor der Wohnung die abholt, weil er dann ein Theater macht vor der Haustür, dass er rein will, dass er nach oben kommen will. Und das ist ein großes Problem. Die Kleine ist jetzt wie alt? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Die kriegt das dann ja auch schon mit, so ein bisschen, ne, dass da Spannungen in der Luft liegen. Ja. Ein bisschen. Sie freut sich auf den, ne? Das ist Papa und die freut sich auch total. Du warst 3 Jahre mit ihm verheiratet damals. Ich war mit ihm verheiratet. Wie kam es denn zur Trennung? Wir hatten ein paar Probleme, aber genau zur Trennung kam es, wo ich schwanger geworden bin, wollte er das Kind erstmal gar nicht. Dann hat er sich so damit abgefunden, aber der wollte fremdgehen. Also mit meiner Schwester wollte der fremdgehen. Und deswegen habe ich gesagt, nee, das reicht mir, dann bin ich zurück zu meinen Eltern erstmal gegangen. Ja. Ja, und dann haben wir uns getrennt, und bis ich eine eigene Wohnung hatte. Wie hat er darauf reagiert, dass du dich zurückgezogen hast? Das war für ihn kein Problem. Das war kein Problem. So.
Und warum tickt er jetzt? Er hat mir geholfen, auch mit dem Möbel und alles drum und dran. Seit er, ja, wenn ein anderer Mann jetzt... Also, das war für ihn okay, als du... Mit mir. Das war für ihn okay, als du dich getrennt hast. Genau. Und es war nicht nur okay, als er gehört hat, da ist ein anderer Mann. Ja, das kann er nicht akzeptieren. Liebt er dich denn noch? Ja, Liebe kann man das sowieso nicht nennen. Das ist er sagt das, der will seine Familie zurückhaben und... Obwohl er gar nicht das Kind haben wollte am Anfang? Genau, ja. Ja, das ist natürlich für euch eine extreme Belastung. Ja, also für uns beide oder für mich eher. Also ich bin psychisch schon echt am Ende. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir sind jetzt zusammengezogen, aber ich bin so mit Panikattacken und Angstzuständen, dass ich nicht mal einkaufen gehen kann oder... Also er bedroht dich regelrecht, so kann man es sagen. Also wir waren auch bei der Polizei gewesen. Die sagen, die können ja gar nichts tun. Solange gar nichts passiert, kann er gar nichts tun. Und wenn ich es jetzt meiner Familie, also meinen Eltern oder meiner Schwester erzähle, ja, der hat mich wieder beschimpft, bedroht und so weiter, dann sagen die immer, ja, der redet nur, der wird nichts tun. Aber seit diesem Messer und also ich glaube ihm das nicht. Heißt, also wenn der, du hast da schon Angst und nimmst das durchaus ernst, was er... Genau, ja. Gib mir mal den Dirk, wenn der Dirk mag. Ja. Ja? Ja, hallo Jürgen. Hallo Dirk, das klingt ja alles andere als ein entspanntes Leben, was ihr da führt. Es ist also weniger, also mehr als entspannt. Also es ist. Hast du denen auch schon mal, habt ihr euch mal gegenübergestanden, ihr beiden Männer? Nur das eine Mal, also wie Diana ihm angerufen hat, hör mal, ich habe einen Freund, hat gefragt, ist er da? Hat sie gesagt, ja, der ist da. Dann kam er, vorher hat sie noch ihren Schwager angerufen, ja, hör mal, der Ostmann ist unterwegs. Und er schellt, Johanna macht die Türe auf und wir dachten, das wäre der Schwager gewesen, statt er vor die Türe, ne? Und sagt, wer bist du? Raus. Ne? Und das Messer hatte ich genau, also kurz vor dem Bauch gehabt, ne? Und weil ich nicht wusste, wie der Ort reagiert, ne? Dachte ich, ja, bleib lieber still und geh runter, ruf die Polizei an, ne? Okay, Polizei kam und in dem Moment kam er auch wieder runtergelaufen, was denn mit oben in der Wohnung abgegangen ist, wusste ich halt zu dem Zeitpunkt noch nicht, ne? Anschellen. Und erstmal abgeführt worden, haben Anzeige erstattet und die Anzeige ist erstmal geblieben bei der Polizei. Ja. Ja, und hat er Hausverbot bekommen von dem Vermieter. Ja. Durfte das Haus schon betreten. Dennoch hast du natürlich Angst, dass er irgendwo euch auflauert. Ja, genau. Kann er in jeder Ecke stehen irgendwo. Also ich weiß jetzt, wie er reagiert. Ne? Ich persönlich als Mensch, ich habe keine Angst vor dem. Ne? Also wohnt er... Gehe ich auch hinzu, ne? Bitte? Ich kann nicht mehr, wenn ihr einschätzen, wie er reagiert, wie er ist, ne? Ist wirklich nicht schwierig. Ich möchte jetzt überhaupt eigentlich gar nichts machen, weil ich auch Rücksicht auf meine Verlobten nehmen will und auf das Kind, ne? Natürlich, ja klar. Aber die Situation ist immer vertrackt in solchen Lagen, weil die Polizei natürlich sagt, solange da nicht konkret was vorgefallen ist, und einmal ist was vorgefallen, aber dann weiter dann ja nichts... können die auch nichts unternehmen. Aber dieser eine Vorfall, der ist ja dann zur Anzeige gekommen, wie du gerade gesagt hast. Ja, genau. Aber nach einer gewissen Zeit, auch war mal ein bisschen dumm gewesen, würde ich mal erst sagen, haben die Anzeige zurückgezogen. Er hat darum auch gebeten, zieht doch bitte die Anzeige zurück. Wir lassen euch, ich lasse euch in Ruhe. Ach so. Ja, haben wir dummerweise die Anzeige zurückgezogen bei der Polizei. Was wir vielleicht hätten nicht machen sollen. Ja. Schwierige Situation. Jetzt habe ich deine Warte auch mal gehört, da gibst du mir netterweise die Johanna nochmal. Ja, sie schon mal. Ja. Da ist jetzt auch guter Rat sehr teuer und sehr schwierig, Johanna. Ja. Weil man ja ganz konkret gar nicht richtig was unternehmen kann. Und dir schlägt es natürlich sehr auf deine Seele, auf deine Psyche, so wie du es gerade schon gesagt hast. Langsam kann ich nicht mehr. Also ich überlege jetzt, mich entweder von dem Dirk zu trennen oder eben getrennte Wohnungen wiederzunehmen, dass ich mit meiner Tochter alleine lebe und er, also mein Ex-Mann, eben kommen und gehen kann, wann er will, damit er echt sieht, also dass ich keinen Mann habe. Dann wird er vielleicht mit diesen Drohungen und... Ja, aber das ist natürlich auch keine Lösung, dass du dich von einem Mann trennst, den du liebst, nur weil der Ex-Mann dir die Hölle heiß macht. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ja, so kannst du ja auf Dauer nicht leben. Ja, aber mit diesen Angst und so kann ich auch nicht. Ich möchte gerne, dass du mit unseren Leuten noch ein bisschen sprichst und ich würde auch dir dringend empfehlen, das können wir dir gleich auch noch ein bisschen erklären, dass du mit dem Weißen Ring mal Kontakt aufnimmst. Sagt dir das was?
Also der Dirk sagte irgendwas davon mal. Ja, okay. Da können wir dir auch noch ein paar Einzelheiten gleich erklären. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Opferhilfsorganisation, die vielleicht auch in einem solchen Fall noch tatkräftig euch zur Seite stehen kann. Ja, du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay, danke schön. Alles Gute euch beiden. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Hannelore ist hier. Hannelore ist 60 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Hannelore. Weswegen hast du mich angerufen? Ich habe vor 7 Wochen meinen Mann verloren. Vor 7 Wochen? Ja. Ist er plötzlich verstorben? Ja, von einer Minute auf die andere. Herzversagen. Herzversagen. Wie war die Situation? Warst du bei ihm? Ich saß im Wohnzimmer, er ist in die Küche gegangen. Hörte ich nur noch einen Rums. Es war keine Minute später. Da bist du reingegangen und da lag er? Ja, da lag er. Und war da schon sofort tot? Ja. Ja, ich habe es sofort irgendwie gemerkt. Was hast du getan? Ich habe sofort meine Nachbarin gerufen. Geholfen, Rettungswagen, alles, aber es war nicht mehr möglich. Und die haben das dann noch vor Ort bestätigt, dass er schon verstorben ist? Ja, Er war in keiner Weise herzkrank? Doch. Doch? Doch. Was hatte er für eine Herzerkrankung? Er ist operiert worden, aber lebte sehr gut damit. Die Ärzte waren alle sehr gut zufrieden mit ihm. Ja. Was war das für eine Operation? Bypass-Operation. Was ja heute eine Routineoperation fast schon ist. Normalerweise ja. Wie lange liegt diese Operation zurück? 7 Jahre. 7 Jahre schon? Und seitdem hat er sich gut damit mit arrangiert? Aber sicher. Wie alt ist dein Mann geworden? 63. Was ja kein Alter ist. In 14 Tagen wäre er 64 geworden. Wir waren 41 Jahre zusammen und 38,5 verheiratet. Habt ihr Kinder? 2 Kinder, ja. Aber die wohnen 350 Kilometer entfernt. Das heißt, du bist jetzt sehr alleine? Ich bin ganz alleine. Ja. Meine Verwandtschaft wohnt 80 Kilometer entfernt. Ich bin wegen der Arbeit meines Mannes damals mit weggezogen. Gibt es denn... Du hast gerade von einer Nachbarin gesprochen. Gibt es denn wenigstens ein paar Bekannte? Es schon? Gibt Freunde, Bekannte, ja, natürlich. Aber der ganz enge Kreis ist eben nicht da. Der ganz enge Kreis ist nicht da. Wie war eure Ehe? Wie waren eure Jahre? Super, super. Super. Wir haben alles gemeinsam gemacht. Alles. Alles. Jetzt sind 7 Wochen, das ist ja gar nichts. Das ist gar nichts. Da könnte ich mir fast vorstellen, dass du noch unter dem Schock stehst. Hast du das überhaupt schon begriffen, dass er verstorben ist? Ich muss es ja begreifen. Denn ich habe ein Haus, also wir, und einen großen Garten. Irgendjemand muss es ja machen, was ich sonst nie machen musste. Was er sonst immer gemacht hat. Ja. Kannst du nachts schlafen? Wenig. Hast du dich schon dabei ertappt, dass du dich so hängen gelassen hast, nach dem Motto, ich kann auch nicht, ich will nicht, kann nicht? Ja. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Dass kein Antrieb da ist, kein Elan da ist, gar nicht? Ich stelle es mir auch, wie lange habt ihr in dem Haus zusammen gewohnt? In diesem Haus 23 Jahre. 23 Jahre. Da erinnert jede Ecke, jedes Detail an gemeinsame Zeit, an den Partner. Wo du auch hinguckst, ist immer dein Mann gegenwärtig. Ich brauche nur die Garage aufmachen. Seine Werkzeuge sehen. Habt ihr mal, als er noch lebte, darüber gesprochen, wie das wäre, wenn einer dann zuerst geht? Wie das Leben? Ja, hatten wir alles abgesprochen. Wir hatten uns auch eine Eigentumswohnung schon angeguckt, in der Nähe unserer Kinder. Ja.
Wir wollten wegziehen. Ja, das war der Plan. Ja, das war der Plan. Mhm. Wir wollten das Haus verkaufen, mhm, wegziehen. Die Ferienwohnung haben wir uns von außen schon mal angesehen. Mhm. Das gefiel uns wohl. Gibt es denn jetzt so Überlegungen bei dir, dass du sagst, okay, das war unser gemeinsamer Plan, dann werde ich den alleine verwirklichen, auch in seinem Sinne verwirklichen? Im Moment möchte ich erstmal die 4 Jahreszeiten alleine durchleben. Mhm. Was ja auch absolut in Ordnung ist. Es ist, das muss ja noch nicht jetzt sein, aber dass du vielleicht als weiteren Fernplan, vielleicht in 1-2 Jahren, denkst, diese Wohnung zu kaufen, die ihr gemeinsam beziehen wolltet. Wir haben gesagt, so, jetzt können wir noch, in 10 Jahren brauchen wir nicht mehr. Mhm. Mhm. Zu zweit irgendwo hinzuziehen, wo man ganz fremd ist, ist mhm, auch schwer. Mhm. Mhm. Denn zu zweit kriegt man leichter einen Kontakt, ja, als alleine. Ja, ja. Aber ich habe es gerade so verstanden, dass die Wohnung, die ihr euch da überlegt habt, in der Nähe der Kinder, ja, sein soll. Das heißt, ja, dann wärst du auch in der Nähe eurer Kinder. Wie alt sind die Kinder? 37 und 31. Mhm. Wie ist das Verhältnis zu den Kindern? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das heißt, da ist schon ein Halt innerlich da, dass die Kinder da sind und dass man sich besuchen kann und so weiter. Und das schon. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Also, das Verhältnis ist super. Habt ihr, wenn ihr so offen gesprochen habt, habt ihr darüber gesprochen, was sich der eine vom anderen und umgekehrt wünscht, falls es zu einem schon recht frühen Todesfall von einer Person kommt? Wir haben über den Tod gesprochen, mhm, ehrlich und offen und mit allem drum und dran. Mhm. Wir haben alles vorher bestimmt, wie wir es wollten, mhm, schon vor 1,5 Jahren, 2 Jahren. Ja. Das haben wir den Kindern auch alles mitgeteilt. Ja. Die wussten Bescheid über alles. Hat er einen Wunsch geäußert für den Fall, dass er zuerst gehen muss? Wie du leben sollst. Ich soll mich nicht vergraben. Hat er gesagt? Ja. Das ist ja ein schwergewichtiger Wunsch und ein schwergewichtiger Satz. Hm. Vergrab dich nicht und pass auf, dass du nicht an einen Scharlatan hm, gerätst. Hm. Hm. Also er gönnt mir das. Hm. Wir haben uns über alle Maßen. Aber das finde ich so ein großes und schönes Vermächtnis, dass er sagt, vergrab dich nicht. Das heißt ja im Klartext, genieße noch dein Leben. Genieße deine Tage. Ja. Und werde nicht unglücklich darüber, dass ich nicht mehr da bin. Das heißt das für mich. Das ist richtig. Hilft das? Man muss es. Vergraben werden wir sowieso nicht. Mein Mann ist seebestattet worden. Mhm. Und ich werde es auch. Mhm. Das hatten wir alles abgesprochen. Ich glaube, dass jetzt nach 7 Wochen, Hannelore, so eine ganz schwere und starke Trauerphase völlig normal ist. Vielleicht auch mit den Überlegungen, dass man denkt, ich kann auch nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Es ist eine Stunde so und eine Stunde so. Aber dieser Satz, den würde ich mir immer und immer wieder vor Augen halten, dass der will, dass du noch was Schönes erlebst und dass du nicht im Unglück versinkst. Das will der, hundertprozentig. Ich glaube, dass man, wenn das auch noch so schwer ist, aber in einer gewissen Zeit, dass du da vielleicht deine Kraft wirst rausziehen können. Ich hoffe nur. Und du hast deine Kinder. Und du hast ein gutes Verhältnis zu den Kindern. Das muss man ja alles wertschätzen. Das tue ich ja auch. Die rufen ja auch an. Mhm. Fast jeden Abend. Mhm. Aber du bist allein im Haus. Ja. Und du denkst an ihn. Ja, klar. Klar. Was ganz normal ist. Was alle Menschen tun würden in deiner Lage. Mit
alle würden weinen und alle wären traurig. Das Schlimme ist ja, dass man die wirkliche intensive Trauer nur alleine in sich hat und bewältigen muss. Ich weiß, da kann mir niemand helfen. Niemand. Dennoch ist es immer gut, wenn man mal ein Wort spricht. Ja. Liebe Hannelore. Jürgen. Wir rufen dich jetzt nochmal an. Du bist so traurig. Wir wollen dich jetzt mal nicht so ganz schnell alleine lassen. Jürgen, ich danke dir. Ja. Du legst auf, wir rufen dich nochmal an. Tschüss. Tschüss. Alles Liebe. Danke. Tschüss. Und mein letzter Gast ist, und da freue ich mich sehr, er ist 11 Jahre alt und sie heißt Scarlett. Guten Morgen. Hallo Scarlett. Hallo. Hallo. Mensch, du bist noch jetzt auf um die Zeit? Ja, ich konnte nicht schlafen. Normalerweise schläfst du schon, ne, um die Zeit? Ja. Was ist denn los? Deswegen rufst du mich denn an? Weil mein Papa liegt im Sterben in künstlichem Koma und so. Und ich habe ihn heute gesehen, er ist ganz aufgequellt und ich habe an ihn gehangen und so. Mhm. Was ist denn passiert? Weswegen ist dein Papa denn so krank? Mein Papa ist zuckerkrank, der ist Alkoholiker und der wurde schon sehr oft operiert und so. Mhm. Und hat man dir das jetzt so erklärt, dass er im Sterben liegt oder hast du da so eine Ahnung? Nee, die Ärzte haben das gesagt. Und da, warst du dabei? Nee, die nächsten 24 Stunden entscheiden über Leben und Tod. Mhm. Und er liegt im Krankenhaus? Ja, jetzt nur noch 10 Stunden. Da ist deine Mama im Hintergrund. Ist das richtig? Da höre ich jemanden. Ja. Ja. Mhm. Und du warst im Krankenhaus bei ihm? Ja. Mhm. Wie war denn so früher so dein Verhältnis zu deinem Papa? Also ich habe an meinem Papa nur gehangen. Also meine Mama habe ich nicht so dran gehangen, aber jetzt muss ich mich hier an sie klammern, wenn ich keinen habe. Ja. Ich war mit meinem Papa den ganzen Tag nur unterwegs. Ich war so ein Papakind. Ja. Und heute im Krankenhaus, warst du lange bei ihm? Ich durfte nicht so lange bleiben. Also der sah sehr schlecht aus und so, ich konnte mir das auch nicht angucken. Mhm. Hast du ihm immer seine Hand genommen, ihn mal gestreichelt ein bisschen? Ja, ich habe ihm auch ein Foto von seiner Mutter unter dem Kissen gelegt. Mhm, mh. Weil die Mutter ist ja auch schon tot. Ja. Wie lange ist denn dein Papa schon krank? Alkohol, glaube ich, hat er schon seit 30 Jahren und Zucker seit 10. Mhm. Und im Krankenhaus, glaube ich, liegt er gerade 3 Tage so. Auf der Intensivstation, eine Woche. Also er war auch noch auf der anderen Station. Mhm. Ist er vor einer Woche ist es so richtig schlimm geworden. Ja. War er da noch zu Hause? Ist er zu Hause irgendwie zusammengebrochen oder was ist er da? Er hat Blut gebrochen, hat Blut im Urin gehabt da und im Stuhl, da haben wir ihn zum Krankenhaus gebracht. Oh ja, dann ist er wirklich sehr schwer krank. Ja, und er liegt jetzt im künstlichen Koma, nicht ansprechbar und ich möchte auch nicht, dass er stirbt oder so. Ich will ihn aber auch nicht, also eher als Krüppel haben. Ja, aber es besteht ja so habe ich es gerade verstanden, schon die Hoffnung, dass er über den Berg noch kommt, ne? Ja, wir wissen es nicht. Du wisst es nicht. Wir glauben nicht. Ja, wie alt ist denn der? Die Ärzte haben gesagt, es ist nicht, also die hoffen nicht, dass er nochmal über den Berg kommt. Mhm, die glauben das nicht. Wie alt ist denn dein Papa? 53. 53 Jahre alt. Mhm. Kann es ja sein, auch wenn die Ärzte manchmal sagen, es sieht sehr schlecht aus, dass es dann vielleicht doch nochmal eine Wende gibt und es vielleicht zum Guten sich entwickelt. Ich würde es dir und deine Mama von Herzen wünschen, Scarlett. Ja. Und du wärst ja wahrscheinlich sehr, sehr traurig, wenn dein Papa nicht mehr da wäre, ne? Ja. Sehr traurig, wo du so ein Papakind bist. Mhm. Mhm. Liebe Scarlett, du hörst im Hintergrund, dass die Musik läuft. Das bedeutet immer, dass diese Sendung gleich vorbeigeht. Ja. Aber wir machen mal Folgendes. Du legst mal auf und wir rufen gleich wieder an bei dir. Einverstanden? Ja, okay. Okay, so machen wir es. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss.
So, meine Lieben, das war's für uns für diese Woche. Ich bedanke mich herzlich bei meinem Team, bei Uli Krapp, bei Katrin Pausen, Roland Lohr, Volker Thake, Florian Jochem, Heinrich Stanzig, Jan Grefe zu Baringdorf, Max Fischer und Magdalena Groß. Nächste Woche sehen und hören wir uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und Dienstag heißt unser Thema: Dieses Familienfest vergesse ich nie. Und Donnerstag: Meine Strafe war zu gering. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht.